Laura hat Geburtstag. Von Klaus Baumgart. Es liest Bernd Rehäuser. Der falsche Briefkasten. Übermorgen ist Lauras Geburtstag. Deshalb haben Laura und ihre Freundin Sophie viel zu besprechen. Es wird eine Sternenfeier, sagt Laura mit glänzenden Augen, als sie von der Schule nach Hause gehen. Schließlich werde ich 7. Ihre Freundin nickt. 7 ist wirklich schon richtig groß, bestätigt Sophie. Die Einladungskarten werfe ich nachher mit Tommy zusammen ein, fährt Laura fort. Ihr wisst zwar schon alle Bescheid, aber wer eingeladen ist, soll auf jeden Fall eine Karte bekommen. Ich muss auch noch ganz viele Sterne aus Glitzerpapier ausschneiden. Die hänge ich dann überall in der Wohnung auf. Und Papa hat versprochen, dass er mir einen Sternkuchen backt. Och, das wird eine tolle Feier. Die beiden Mädchen sind ganz in ihr Gespräch vertieft. So bemerken sie nicht, dass direkt hinter ihnen Harry Ballwanz geht. Er ist ein bisschen älter als sie und von Lauras Freunden kann ihn keiner leiden. Er ist so ein Angeber. Wenn sie im Hof spielen, macht sich Harry immer einen Spaß daraus, sie zu ärgern und zu stören. Als Laura ihre Katze bekommen hat, war Harry zwar ganz nett, aber davon ist in letzter Zeit leider nichts mehr zu merken. Harry hat gehört, was Laura zuletzt gesagt hat. Glitzersterne und Sternkuchen. Na, das wird ja ein richtiger Babygeburtstag, lacht er spöttisch. Pff, macht Laura nur. Von Harry lässt sie sich nicht die Freude verderben. Zu Hause erledigt sie schnell ihre Hausaufgaben, um danach Zeit für die Geburtstagsvorbereitungen zu haben. Laura faltet und klebt Girlanden und bemalt kleine Kieselsteine mit bunten Sternchen. Anschließend legt sie die Steine aufs Fensterbrett. Dort kann sie ihr Freund, der Stern, gleich sehen, wenn er heute Abend über den Dächern aufgeht. Er wird sicher staunen. Laura überlegt, ob sie die Luftballons für die Feier auch schon aufblasen soll. Doch Mama schüttelt den Kopf. Die verlieren bis dahin nur die Luft. Aber wolltest du nicht die Einladungskarten verteilen? Natürlich. Laura rennt zu Tommy ins Zimmer. Komm, Einladungskarten einwerfen. Aber ich darf sie in den Briefkasten stecken, ja? Verlangt Tommy. Meinetwegen, sagt Laura großzügig. Sie holt die Karten. Auf jeder hat sie einen dunklen Nachthimmel mit einem schönen, hellen Stern gemalt. Und auf die Rückseite hat sie in ihrer schönsten Schrift geschrieben: Bitte komm am Samstag um 3 Uhr zu meiner Sternenfeier. Laura. Eigentlich hätte Laura am liebsten ihre ganze Klasse eingeladen. Aber Mama und Papa haben gesagt, dass das zu viele Gäste werden und dass sie vor allem die Kinder einladen soll, mit denen sie immer im Hof spielt. Die wohnen in den Häusern ringsum. Laura und Tommy müssen also nicht weit laufen. Sophie, Max und Pauline haben ihre Einladung bald im Briefkasten. Jetzt hat Laura nur noch 2 Karten in der Hand. Anton kann nicht kommen, sagt sie. Also müssen wir nur noch bei Oksana eine einwerfen. Während sie zu dem Haus hinübergehen, in dem Oksana wohnt, fragt Tommy, ob du wohl den Zauberkasten bekommst, den du dir gewünscht hast? Ich glaube schon, erwidert Laura. Wenn sie an übermorgen denkt, bekommt sie vor Freude ein ganz kribbeliges Gefühl im Bauch. Geburtstag ist so toll. Die Briefkästen an Oksanas Haus sind ziemlich weit oben angebracht. Laura hebt Tommy hoch, damit er an den Kasten herankommt. »Du bist ganz schön schwer«, schnauft sie. »Wirf die Karte in den 2. Briefkasten.« Tommy lässt den Deckel zuschnappen. »Schon drin«, sagt er. Doch Laura ruft erschrocken, »nicht in den 3., in den 2.« »Oh«, macht Tommy erschrocken. Er versucht, seine Hand in den Kasten zu zwängen, um die Karte wieder herauszuholen. Doch es geht nicht. »So ein Mist«, schimpft Laura und setzt Tommy ab. »Wem gehört dieser Briefkasten überhaupt?« Sie liest den Namen, der darauf steht. »Ballwanz.« »Oh nein«,
ruft Laura entsetzt. Das ist der Briefkasten von Harry. Er wird denken, dass die Einladung für ihn ist. Ich will Harry aber nicht bei meiner Feier haben. Sie versucht selbst, die Karte aus dem falschen Briefkasten zu angeln. Aber es gelingt ihr weder mit den Fingern noch mit einem Stöckchen. Schließlich gibt Laura es auf. Sie steckt die letzte Karte in Oksanas Briefkasten. Dann gehen sie und Tommy niedergeschlagen nach Hause. Verdorbene Geburtstagsfreude. Laura ist ganz elend zumute. Und sie ist wütend auf Tommy. Warum bloß hat er die Karte falsch eingeworfen? Eigentlich hatte sie sich darauf gefreut, ihrem Stern die bemalten Steine zu zeigen. Doch als er am Abend über den Dächern aufleuchtet, muss sie ihm stattdessen von dem Missgeschick mit dem falschen Briefkasten erzählen. Ausgerechnet Harry, klagt sie. Der macht mir doch mein ganzes Fest kaputt. Ich muss ihn wieder ausladen. Er darf auf keinen Fall kommen. Ihr Stern streicht ihr mit einem Lichtstrahl über die Wange. Während Laura zu ihm in den dunklen Himmel aufsieht, wird sie ruhiger. Sie wird Harry morgen einfach sagen, dass die Einladung ein Versehen war. Und vielleicht, denkt sie, als sie sich in ihre Decke kuschelt, vielleicht gucken seine Eltern ja gar nicht in den Briefkasten und Harry bekommt die Einladung nicht. Dieser Wunsch geht allerdings nicht in Erfüllung. Harry bekommt Lauras Einladungskarte. Und als Laura ihn am nächsten Nachmittag im Hof trifft, hat sie noch nicht einmal Luft geholt, um etwas zu sagen. Da fährt Harry sie schon an. Das ist doch wohl ein Trick. Trick? Stammelt Laura. Was für ein Trick? Na, du willst mich reinlegen, knurrt Harry misstrauisch. Du willst mich mit einem Geschenk zu dir locken und dann ist am Samstag um 3 gar keine Feier und ihr lacht mich alle aus. Laura schüttelt den Kopf. Doch natürlich ist meine Feier am Samstag um 3, bloß jetzt. Jetzt muss sie sagen, dass sie Harry nicht dabei haben will. Aber wie? Sie möchte nicht, dass er wütend wird. Dann sagt er nämlich ganz gemeine Sachen. Also bin ich wirklich zu dir zum Geburtstag eingeladen? Fragt Harry mit großen Augen. Ja, also, stottert Laura. Na klar, so einen tollen Typen wie mich will natürlich jeder auf seiner Party haben. Dann okay, dann komme ich, sagt Harry gönnerhaft. Mist, denkt Laura. Du musst mit ihm reden, Papa, bitte. Laura zieht Papa am Hemd. Er steht in der Küche und will eigentlich gerade Gemüse fürs Abendessen schneiden. Laura, versucht er sie zu beruhigen, so schlimm ist Harry nun auch wieder nicht. Doch, widerspricht Laura. Ich finde, wir sollten ihm eine Chance geben, sagt Mama. Das kannst du leicht sagen, du bist bei einer Probe und gar nicht da, aber mir macht er die ganze Feier kaputt, ruft Laura. Das kann ich mir nicht vorstellen, sagt Papa. Du wirst sehen, Harry wird ganz toll mitmachen. Und falls wirklich was schiefläuft, bin ich schließlich auch noch da. Laura merkt, dass Mama und Papa ihr nicht helfen werden. Enttäuscht geht sie in ihr Zimmer. Auf Lauras Schreibtischstuhl liegt zusammengerollt Muschka und schläft. Laura streichelt der Katze ein wenig über das weiche Fell. Nach einer Weile öffnet sich leise die Tür. Es ist Tommy. »Ich habe eine Karte gemalt«, sagt er, »für Harry. Damit können wir ihn wieder ausladen. Und dann musst du nicht mehr böse auf mich sein.« Erst jetzt dreht Laura sich zu ihm um. Sie wirft einen Blick auf den Zettel in Tommys Hand. Er hat einen Stern gemalt und ihn dann mit dicken Linien durchgestrichen. Laura seufzt. »Ich bin nicht mehr böse auf dich«, sagt sie, »aber ich glaube, das mit der Karte funktioniert nicht.« An diesem Tag dauert es lange, bis es draußen dunkel wird und die ersten Sterne aufleuchten.
Ich habe gar keine Lust mehr auf die Feier, klagt Laura, als ihr Stern endlich zu sehen ist. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ihr Stern dreht sich zustimmend. Wenn du dabei bist, wird es eine schöne Feier, egal ob mit oder ohne Harry, sagt Laura. Wieder dreht sich ihr Stern schnell und immer schneller. Schließlich kreiselt er wie ein Funkenrad. Wie bei einem Feuerwerk lässt er einen Glitzerregen über den Himmel sprühen. Und endlich spürt Laura, dass sie sich wieder auf morgen freut. Lauras Geburtstag. Am nächsten Tag ist Laura mit einem Schlag hellwach. Mein Geburtstag ist da, denkt sie und spürt ihr Herz klopfen, so sehr freut sie sich. Als sie in die Küche kommt, ist der Geburtstagstisch gedeckt. Es duftet nach heißem Kakao. 7 Kerzen brennen. Mama und Papa singen viel Glück und viel Segen und nehmen Laura in den Arm. Auch Tommy ist wach geworden und kommt hereingerannt. »Alles Gute zum Geburtstag«, ruft er. Laura strahlt. »Mein Geschenk musst du zuerst auspacken«, verlangt Tommy. Laura tut ihm den Gefallen. Tommy hat ihr aus einem Holzstück und kleinen Papiersternen ein Mobile gebastelt. »Wie schön«, ruft Laura, »das hänge ich gleich nachher in meinem Zimmer auf.« Dann öffnet sie die restlichen Geschenke. In dem größten Päckchen ist der Zauberkasten, den Laura sich so sehr gewünscht hat. Den probiere ich nach dem Frühstück gleich aus. Tommy darf mitmachen und auch Muschka interessiert sich für die Becher, Schnüre und Karten, die in dem Kasten sind. Sie tapst mit der Pfote immer wieder dazwischen, wenn Laura und Tommy versuchen, ein Bällchen in einem Rohr verschwinden oder den Zauberstab schweben zu lassen. Später pustet Laura so viele Luftballons auf, wie sie kann und hängt die Girlanden und Glitzersterne auf. Sie muss zwar manchmal an Harry denken, aber dann denkt sie gleichzeitig auch an ihren Stern. Er wird ihr helfen, da ist sie sich sicher. Um 3 kommen die Gäste. Harry ist nicht dabei. Vielleicht bleibt er doch weg, denkt Laura hoffnungsvoll. Ich habe dir ein tolles Geschenk mitgebracht, sagt Pauline. Oh, so schöne Girlanden, ruft Oksana. Hier ist eine CD mit Geburtstagsmusik, sagt Sophie und reicht Laura ein Päckchen. Basteln wir auch was? Fragt Max. Die erste Zeit lauscht Laura noch ängstlich, ob es nicht doch noch einmal an der Tür klingelt. Aber dann vergisst sie Harry. Das Fest ist so schön. Sie spielen Sterne suchen und Sternschnuppenfang, sie falten eine Sternblume und tanzen den Sternentanz, den Oksana sich extra für die Feier ausgedacht hat. Laura führt den anderen einen Trick aus ihrem neuen Zauberkasten vor. Tommy darf ihr dabei helfen. Dann packt Laura die Geschenke ihrer Freunde aus. Pauline hat ihr Aufkleber und ein Buch mitgebracht. Sophie schenkt ihr eine kleine Spieluhr. Von Max bekommt Laura einen Bastelbogen für ein Flugzeug. Und Oksana schenkt ihr eine Dose, die aussieht wie ein Herz. Danke, oh danke, ruft Laura. Ihr Gesicht ist ganz rot vor Aufregung und Freude. Der unwillkommene Gast. Schließlich haben alle Hunger und Papa schneidet den Geburtstagskuchen an. Laura will gerade in ihr Stück beißen, da klingelt es. Vor der Tür steht Harry. Unter dem Arm trägt er ein längliches Ding, das er in Zeitungspapier eingewickelt hat. »Es ist schon fast 5«, sagt Laura. »Wir haben längst angefangen.« Sie hofft, dass Harry wieder geht. Doch er sagt, »die coolsten Gäste kommen immer am Schluss« und drängelt sich an Laura vorbei in die Wohnung. Drinnen drückt er ihr das Zeitungspapierpaket in die Hand. »Das ist mein altes Skateboard«, sagt er. »Brauche ich nicht mehr. Es fällt schon fast auseinander, aber Mädchen können ja sowieso nicht Skateboard fahren.« Damit stolziert er zum Geburtstagstisch und setzt sich auf